Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Box zum Film Die glorreichen Sieben. Alle weiteren Informationen zu diesem Film und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Film und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die glorreichen Sieben, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, der Titel auf der Box ist etwas irreführend, denn wir lesen hier The Magnificent Seven. Das ist der englische Titel, der Originaltitel des Films. Aber wir haben hier trotzdem die deutsche Version, die deutsche Box vorliegen. Als erstes werden wir mal wie immer uns um die Folie kümmern. Hier zum Beispiel bietet sich das gut an, hier an der Schweißnaht. So, dann machen wir die Filmfolie, die Plastikfolie mal ab. So. Und wir haben hier auch noch einen Sticker drauf. Und zwar haben wir hier so technische Infos bezüglich Digital HD. Also, dass man diesen Film hier auf diversen Medien anschauen kann. Auf dem Fernseher, auf dem Laptop, am iPad oder sogar auf dem Handy. Gut, die Box kommt von oben in so einer Holzoptik. Ist natürlich so eine reguläre Kartonbox. Allerdings hier oben wirklich wie so eine alte Holztruhe gestaltet. Hier lesen wir den Titel, The Magnificent Seven. Dann haben wir links und rechts so einen Stern. Und auch Schusslöcher sind hier mit drin. Also es ist ja ein Westernfilm. Drei Kugeln hat diese Box hier abbekommen. Der ursprüngliche Film, der Originalfilm, der ist schon sehr alt. Der ist aus dem Jahr 1960. Und 2016 hat dann dieser Film eben einen Remake bekommen. Eine Neuauflage. Und diese Box dann ist ein Jahr danach, 2017, erschienen. So, auf der Seite lesen wir hier Blu-ray, Digital HD, Ultraviolett. Dann haben wir hier drei Hauptdarsteller aufgelistet. Dann lesen wir unten wieder die glorreichen 7. FSK 16 das Ganze. Und wir haben hier auch noch den Boxinhalt visualisiert. Also all das finden wir hier in der Box vor. Auf der rechten Seite gibt es hier Fotos bzw. Filmszenen zu sehen. Dann hier die gesamten Infos. Also was lesen wir hier? Blu-ray exklusiv. Die Art der Vergeltung mit Antoine Fuqua und den Sieben. Die Sieben und Regisseur besprechen Schlüsselszenen und die Produktion dieses besonderen Films. Gelöschte Szenen, Revolverhelden und die Übernahme von Rose Creek. Außerdem Regiearbeiten des Films, der Schuft Bogue, die Sieben und glorreiche Musikstücke. Ja, all das kann man hier lesen. Dann noch kurz was zum Inhalt. So, moderne Version dieses Klassikers. Wie gesagt, ist ein Remake. Heuern die verzweifelten Einwohner von Rose Creek sieben geächtete Kopfgeldjäger, Spieler und Auftragskiller zu ihrem Schutz an. Nachdem die Stadt in die Hände des unbarmherzigen Unternehmers Bartholomew Bogue gefallen ist. Während die sieben Söldner die Bewohner auf die unausweichliche und brutale Machtprobe vorbereiten, stellen sie allmählich fest, dass es für sie um mehr als nur Geld geht. So, dann die Infos zu den ganzen Geschichten, also Barcode, die Beteiligten und dann hier noch die technischen Daten. Und nochmal hier ident wie auf der linken Seite. Auf der Unterseite sieht das Ganze so aus, also auch wieder Holzkiste. Und scheinbar ist das hier rundherum so eine Banderole. Ja genau, also das kann man dann auch wirklich so abnehmen. Dann ist wirklich die gesamte Holzbox, die gesamte Box in dieser Holzoptik. So, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Der Boxdeckel ist hier abnehmbar. Von innen in schwarz. Und hier kommt uns schon als erstes eine obere Ebene entgegen. Und zwar haben wir hier einmal einen Sheriffstern und zum anderen einen Flachmann. Also zwei Artikel, die sehr gut passen zu diesem ganzen Western-Thema. Dann haben wir das Ganze hier in so einer schwarzen Kartonebene, in so einem Einleger eingebettet. Den können wir mal entfernen. Dann kommen wir hier zum eigentlichen Film. Der kommt hier in einer Blu-ray-Hülle. Eventuell kann man das auch. Ah, diese Ebene ist schon etwas schwerer. Beziehungsweise ich lasse das mal drin, weil ich glaube. Ja, genau. Hier haben wir dann noch einen weiteren Inhalt. Und zwar haben wir hier eine Papphülle mit dem Soundtrack. Mehr ist hier meines Wissens nicht drin. Ich meine, wir können jetzt doch mal kurz schauen, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Aber ich glaube. Okay, wir schauen trotzdem noch mal, ob wir das hier auch anheben können. Aber es ist hier doch schon stärker befestigt. Ja, also da unten
Nein, man hört auch nichts mehr, da unten ist nichts mehr drin. Und abgesehen davon hatten wir ja hier auf der Seite genau die Boxinhalte aufgelistet oder abgebildet. 4 Stück sind es, 4 haben wir entnommen. Von daher lassen wir diesen Aufbau, diesen ganzen Karton hier weiter drin. Machen das hier wieder drauf, wenn es gelingt. So, und machen die Box mal zu und wieder zur Seite. Gut, wir schauen uns mal an, was wir haben. Wir starten natürlich mit dem eigentlichen Film, mit dem Hauptbestandteil der Box. Das ist dieser hier. Also der Film kommt hier in einer Blu-ray-Hülle. Die glorreichen 7, das sind die Leute, die hier die glorreichen 7 bilden, diese 7 Herrschaften, unter anderem eben Denzel Washington, Chris Pratt und Ethan Hawke, aber eben auch noch 4 andere. Vom Regisseur von Training Day und The Equalizer, genau hier unten haben wir nochmal den englischen Titel, The Magnificent 7. Großen 16er, leider aufgedruckt, dann lesen wir auch hier wieder den Filmtitel und auf der Rückseite sieht das so aus. Ja, das haben wir schon mehr oder weniger auf der Box alles gelesen. Erspare ich euch jetzt an der Stelle. Dann schauen wir mal rein. Zum einen haben wir hier einen Code. Was lesen wir hier? Ah ja, okay. Also wir haben hier einen Code, um diesen Film digital hinzuzufügen. Ganz ehrlich, ich habe dafür jetzt nicht wirklich Verwendung. Deswegen schenke ich euch den an dieser Stelle. Also, wenn ihr rechtzeitig dran seid, dann könnt ihr diesen Code hier gerne einlösen. Dann kann man in der digitalen Bibliothek hinzufügen. So, dann haben wir die Blu-ray an sich. Die sieht aus wie so ein Revolver mit 7 Kammern. Also 7 Patronen sind hier eingeladen. Das ist die Blu-ray. Und bis auf diesen Download-Flyer ist hier nichts weiter drin. Also kein Booklet oder irgendeine Broschüre mehr. So, das war's zur Blu-ray. Als nächstes, zugehörig zum Film, haben wir noch den Soundtrack. Original Motion Picture Soundtrack. Musik bei James Horner and Simon Franklin, okay. Dann hier wieder das klassische Cover. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, not for resale. Würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das ist die CD. So sieht die aus. Und hier haben wir eben den Soundtrack mit drauf. Was ich etwas schade finde, ich hätte jetzt ehrlich gesagt erwartet, dass man hier hinten irgendwie Infos dazu hat, eine Tracklist oder irgendwas, ist hier scheinbar nicht der Fall. Schade. In einer Papphülle. So, dann haben wir den Sheriffstern. Der kommt hier in so einer Kupferoptik, ist auch aus Metall, also eventuell sogar echt Kupfer oder zumindest eben hier so beschichtet. Dann haben wir hier den 6-zackigen Stern mit dem Sheriff hier eingeprägt, also das ist hier wirklich so eingestanzt. Und auf der Rückseite, auf der Rückseite haben wir dann noch eine Sicherheitsnadel, dass man den entsprechend dann an die Kleidung anstecken kann. Gut, das dazu. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch einen Flachmann mit dabei. Hier auch wieder das Cover, dunkelbraun auf so einem helleren Braun. Auch das hier wieder spürbar, so geprägt. Ansonsten hier in so einer Lederoptik, fühlt sich auch so an, so nach Kunstleder. Dann lesen wir hier noch Stainless Steel, also das Ganze ist ein Edelstahlflachmann. Kann man dann hier entsprechend aufschrauben und je nachdem mit cowboyhaften Getränken befüllen. Ich glaube Whisky ist so am ehesten das, was solche Cowboys saufen. Ja, aber natürlich kann man hier auch alkoholfreie Getränke einfüllen. Gut. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Flachmann hier aus Edelstahl mit dieser Lederbeschichtung. Dann haben wir den Soundtrack zum Film. Wie gesagt, leider keine Infos, wie viele Tracks hier drin sind, aber die kommen hier in einer Papphülle. Dann haben wir den Sheriffstern hier aus Kupfer mit dem eingeprägten Schriftzug. Und natürlich den Film an sich, die glorreichen 7 hier auf Blu-ray aus dem Jahr 2016. Jawohl, all das in dieser wunderbaren Box, The Magnificent 7 bzw. die glorreichen 7. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Film bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare
Und wenn ihr den Film feiert, falls ihr die glorreichen 7 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.